Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Aktuell steigen die Strompreise ins Unermessliche. Der eine oder andere spielt mit dem Gedanken, sich eine Photovoltaikanlage oder wie ich im kleinen Rahmen ein Balkonkraftwerk aufzubauen. Ich habe dieses Kraftwerk, dieses Modul seit einigen Monaten in Betrieb und wollte eigentlich einen Langzeittest machen und euch das Video später vorstellen. Doch das Ganze hat mich so überzeugt, dass ich nun ein zweites Modul gekauft habe, werde dieses mit dem ersten Modul koppeln und wie ich das Ganze mache, wie ich es aufbaue, verbinde, das zeige ich euch hier im Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Bei diesem Modul handelt es sich um ein sogenanntes Balkonkraftwerk. Das heißt, dieses Modul wird auf den Balkon gestellt, auf die Terrasse gestellt, irgendwo hingestellt, wo die Sonne drauf scheinen kann. Das Ganze wird mit einem Befestigungsrahmen geliefert, der das Ganze stabil hält, der es in verschiedenen Winkeln aufbauen lassen kann. Der Wechselrichter ist inklusive und über ein kräftiges Kabel wird das Ganze direkt in das Stromnetz eingespeist. Ihr braucht keinen separaten Wechselrichter, denn hier kommt direkt 220 Volt heraus. Um die Leistung des Moduls genau bestimmen zu können und um auch sicher zu sein, dass das Ganze überhaupt irgendeinen Nutzen hat, habe ich mir beim Eingang in die Steckdose einen separaten Stromzähler installiert. Das Ganze steht zwar auf dem Kopf, aber ich denke, man kann es recht gut erkennen. Seit ungefähr 3 Monaten über den Winter knappe 51 Kilowattstunden, die dieses Modul produziert hat. Über den Dezember und Januar ist hier überhaupt nichts runtergekommen. Die Leistung in den beiden Monaten lag insgesamt bei lediglich knapp 10 Kilowattstunden. Aber der komplette Februar und nun die zweite Märzwoche haben die restlichen 40 kW gebracht, denn die Sonne hat endlich angefangen zu scheinen. Diese Balkonkraftwerke sind frei verkäuflich. Ich setze euch unter das Video den Link zu meinem Modul inklusive sämtlicher Anbauteile, dann könnt ihr das Ganze leicht und bequem nachbestellen. Beachtet bitte die jeweiligen rechtlichen Vorgaben in eurem Land. In Deutschland ist es aktuell so, dass ihr 600 Watt Gesamtleistung installieren dürft, ohne euch das Ganze genehmigen lassen zu müssen. Gegebenenfalls muss aber der Stromversorger zumindest informiert werden. Den Strom, den das Photovoltaikmodul erzeugt, 220 Volt, speise ich über die Steckdose direkt in mein Hausstromnetz ein. Perspektivisch möchte ich mit diesem Modul auch den Betrieb meines Pools versorgen. Der Stromerzeugung, die Strommenge, die dieses Modul bringt, reicht allerdings nicht aus, um die Pumpe, eine Wärmepumpe, UVC-Lampe und so weiter, all das, was der Pool benötigt, dauerhaft zu versorgen. Ich bin nach wie vor auf eine externe Stromversorgung angewiesen. Doch jetzt kann ich zumindest einen kleinen Teil leisten, noch unabhängiger von den gestiegenen Strompreisen zu werden. Ich werde mir ein zweites Modul dieser Bauart neben dieses Modul bauen und ich werde die beiden Module direkt in Reihe schalten, miteinander verbinden, um dann später meinen Pool autark versorgen zu können. Da der Platz hier auf meinem Poolhäuschen nicht ausreicht, um zwei Module nebeneinander zu setzen, werde ich die Halterung dieses Moduls wieder demontieren und das Ganze hochkant setzen und das neue Modul ebenfalls hochkant daneben bauen. Beide Module werden miteinander gekoppelt und verbunden und ich habe die nutzbare Fläche des Photovoltaikmoduls verdoppelt, ohne dass ich zusätzlichen Platz in Anspruch nehmen muss. Das Paket mit dem Photovoltaikmodul wurde mir in der letzten Woche geliefert. Die Lieferzeit ist mittlerweile auf 2 bis 3 Wochen angestiegen und wenn ich per heute in die Amazon-Liste gucke, dauert das Ganze teilweise bis zu 2 Monate. Wer sich also entscheiden möchte, ein solches Modul aufzubauen, sollte nicht zu lange warten. Die Größe des Paketes beträgt in der Länge 180 cm, in der Höhe sind es 115, 7 cm ist die Tiefe und vom Gewicht her muss ich sagen, das Ganze hat laut Lieferschein 17 Kilo, ist also noch relativ gut zu handeln, aber in den Kofferraum eines Fahrzeugs, da passt das Ganze nur noch ganz, ganz selten hinein. We'll be right back.
habe die beiden Untergestelle fertig miteinander verschraubt. Das Untergestell kann bei einer Quermontage direkt am Modul befestigt werden. Die Schrauben sind entsprechend bereits vorgebohrt, sowohl auf der einen Seite als auch durch ein großes Schraubenloch auf der anderen Seite. Ich möchte jedoch das Modul hochkant stellen. Das heißt, das Ganze wird nicht ganz so einfach werden, denn die Schrauben, wie ihr hier sehen könnt, die Schraubenlöcher, die passen nicht. Die sind nicht vorgesehen, beziehungsweise muss ich diese erst nachbohren. Nachdem ich das Ständerwerk mit dem Modul verbunden habe, kann der Wechselrichter installiert werden. Der Wechselrichter liegt in einer kompakten Einheit vor, wasserdicht und hat eine Leistung von 300 Watt. Der Wechselrichter wird direkt an der Halterung montiert. Hierfür sind die Schrauben vorgesehen, diese hier, und das Ganze wird hier verschraubt und auch geerdet. Das zweite Modul steht auf dem Poolhaus. Das erste Modul werde ich zurück auf die Baustelle nehmen und die Aufständerung entsprechend so umbauen, dass dieses auch hochkant steht, genau wie dieses. Ich habe nun das Stromkabel vom ersten Modul zunächst entfernt und werde das jetzt während der Umbaumaßnahme an das zweite Modul anschließen und kann auf diese Weise testen, ob das Modul überhaupt funktioniert. Wie ihr seht, der Stecker ist noch nicht angeschlossen, aber die Kontroll-LED leuchtet bereits. Das heißt, dieses Modul erzeugt bereits Strom. Ich werde nun den Anschluss machen. Ihr seht, das Ganze ist relativ einfach gemacht. Funktioniert auch nur in eine Richtung. Die Stecker werden einfach nur miteinander verbunden, bis es klickt. Und nun wird der Wechselrichter den Gleichstrom vom Solarmodul umwandeln in 220 Volt Wechselstrom. Das Ganze dauert ungefähr 1 bis 2 Minuten, weil der Strom synchronisiert werden muss mit meinem Hausnetz, damit die richtige Frequenz erwischt wird. Solange das hier rot leuchtet, passiert überhaupt nichts. Ab dem Moment, wo die Frequenz passt, wird der Strom eingespeist und das Ganze blinkt dann grün. Einmal blinken bedeutet jeweils 30 Watt, zweimal blinken 60 Watt und so weiter und so fort. Auf diese Weise kann man sehr gut dann erkennen, wie viel Strom aktuell produziert wird. Ich werde das Ganze hier an meiner Messstation lassen. Ihr seht, aktuell dürfte da noch gar nichts kommen. Ja, 0 Watt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, sollte hier entsprechend bei Sonnenschein, jetzt kommen leider ein paar Wolken, das Modul den Strom liefern. Eine gute Minute hat es gedauert, bis der Wechselrichter sich mit meinem Stromnetz synchronisiert hat. Die Anzeige leuchtet nun grün und wenn man die Impulse zählt, weiß man ungefähr, wie viel Leistung aktuell geliefert werden. Auf meiner Anzeige habe ich aktuell eine Leistung von knapp 70 Watt, aber ihr seht, das Modul ist nicht optimal in die Sonne ausgerichtet. Das Modul zeigt nach dort, die Sonne ist dort und aktuell haben wir ein paar Wolken am Himmel. Wenn ihr nur ein Modul aufbaut, seid ihr an dieser Stelle fast fertig. Das Ganze sollte entweder über die Schrauben mit dem Untergrund fest verschraubt werden, denn ihr seht, wenn der Wind kommt, hier ist eine gewaltige Angriffsfläche. Alternativ natürlich auch schwere Betonteile oder andere Aufbauten, die das Ganze stabilisieren. Ich bin an dieser Stelle noch nicht fertig. Ich werde nun das zweite Modul so umbauen, dass ich es daneben setzen kann,
werde die Module miteinander in Reihe schalten und koppeln. Damit geht's gleich weiter. Wenn euch mein Video bisher gefallen hat, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mir ein Like zu geben. Drückt den Abo-Knopf, um auch die folgenden Videos nicht zu verpassen. Und wie ich vorhin schon sagte, wenn ihr Interesse habt, wenn euch das Ganze interessiert und ihr das für zu Hause einfach nachbauen wollt, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich euch die Links gesetzt, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Für euch der gleiche Preis, für mich eine kleine Provision, wenn ihr über meine Links einkauft. Vielen Dank an der Stelle und weiter geht's mit meinem Video. Beide Module sind nun nebeneinander auf einer großen Palette montiert. Die Palette selber werde ich später noch beschweren bzw. direkt mit dem Untergrund verschrauben. Die Palette hat eine Länge von 2 Metern und meine Konstruktion hat ebenfalls 2 Meter. Ich werde hier zusätzliche Löcher einbohren, um das Ganze hier direkt im Holz zu verschrauben. Und anschließend werde ich auch noch den Wechselrichter, den vorderen, etwas tiefer setzen, denn ihr seht, ich habe keinen Einblick auf den zweiten Wechselrichter. Beide Module sind nun auf der großen Palette festgeschraubt worden. Ich habe den Wechselrichter vom linken Modul ein wenig tiefer gesetzt, damit ich auch die Anzeige vom zweiten Wechselrichter erkennen kann. Wie ihr seht, der linke Wechselrichter blinkt im grünen Rhythmus, denn hier ist das Kabel, das Stromkabel bereits eingesteckt. Der obere Wechselrichter vom rechten Modul, der blinkt rot, weil das Modul noch nicht verbunden ist. Aktuell hat die Sonne sich leider ein wenig verkrochen, da kann ich nicht allzu viel zeigen. Wir haben nun von diesem einen Modul 50 Watt, die aktuell herunterkommen. Ich werde nun das zweite Modul mit dem ersten Modul verknüpfen und dann mal schauen, ob die Leistung sich in etwa verdoppeln wird. Das Kabel ist verbunden und die Anzeige leuchtet noch immer rot. Klar, das rechte Modul muss sich nun mit dem Netz synchronisieren. Ich habe aktuell ohne Sonne eine Leistung von 36 Watt. So, das zweite Modul hat soeben zugeschaltet. Wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint ab und zu 350 Watt, die jetzt über beide Module kommt. Wenn ich in den Himmel zeige, ja, die Sonne versteckt sich hinter einer Wolke. Das ist natürlich jetzt der berühmte Vorführeffekt. Aber 354, 355 Watt, das ist schon eine ganze Menge, die hier herunterkommt. Gut 2 Stunden hat es gedauert, das neue Modul fertig zu montieren und aufzubauen und das erste Modul entsprechend umzubauen. Ich habe die beiden Module miteinander verbunden. Beide laufen jetzt über ein Kabel direkt in mein Hausnetz hinein. Die Rückseite werde ich noch ein wenig optimieren. Ich werde die Kabel mit Kabelbindern noch zusammenbringen und ich werde weitere Befestigungen hier auf die Palette aufbringen, damit das Ganze wirklich sturmsicher wird. Wie hat euch mein Video gefallen? Gebt mir einen Kommentar unten im Kommentarbereich. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like. Nochmals der Hinweis an der Stelle, wenn ihr das Ganze nachkaufen wollt, schaut unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich das Ganze verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken und das Ganze für euch selber bestellen und ein wenig an den Stromkosten sparen.
Perspektivisch werde ich in ungefähr einem Jahr ein neues Video bringen mit einem Langzeittest, ob sich das Ganze wirklich rentiert und wie lange das Ganze laufen muss, damit es kostenneutral wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!